In der Cottbuser Innenstadt war es ruhig in den letzten Wochen. Durch die Eindämmungsverordnung mussten viele Betriebe vorübergehend schließen und Cottbuser mussten zu Hause bleiben. Durch die ersten Lockerungen dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen. Mit einem neuen Wettbewerbsprojekt möchte die IHK Cottbus jetzt die Cottbuser Innenstadt wieder beleben. Die City-Offensive richtet sich an Gewerbevereine, aber auch an Standortkooperationen hier vor Ort. Es können attraktive Konzepte entwickelt werden. Es gibt zwei Kategorien. Einmal gibt es die Kategorie Events. Hier sind also tolle Vorschläge und Konzepte gefragt, wie man zum Beispiel einen verkaufsoffenen Sonntag gestalten könnte, wie man einzelne Aktivitäten in die Innenstadt zur Belebung bringen könnte, um das im Prinzip für die Bevölkerung, aber auch für Außenstehende, für Touristen zum Beispiel attraktiv zu machen. Unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Elbe-Elster, Edeka, dem Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung und dem Handelsverband Berlin-Brandenburg. Mit der City-Offensive möchte die IHK aber nicht nur kurzfristige Projekte unterstützen. Deswegen werden die Ideen in zwei Kategorien unterteilt. Wir haben einmal diese kurzfristigen Konzepte, also diese Eventkonzepte. Hier geht es um einmalige Aktivitäten. Und dann haben wir natürlich auch die zweite Kategorie, die etwas breiter angelegt ist. Hier geht es im Prinzip um die Entwicklung längerfristiger Konzepte. Das können zum Beispiel Begrünungsanlagen sein. Wie gestalte ich Außenflächen? Gefragt sind auch gute Lösungen im Hinblick auf die Digitalisierung. Also gibt es zum Beispiel intelligente Leitsysteme für Besucher? Gibt es intelligente Standortinformationssysteme und so weiter und so fort. Die City-Offensive ist kein neues Projekt. Bereits zum zweiten Mal werden Brandenburger Betriebe zum Wettbewerb eingeladen. Schon im letzten Jahr war das Vorhaben für die IHK Cottbus erfolgreich. Also wir hatten ja im letzten Jahr insgesamt 28 Bewerbungen, von denen 11 insgesamt prämiert werden konnten. Und hier gab es also sehr gute, intelligente Konzepte, wie man im Prinzip durch eine Vielzahl von Aktivitäten und auch Events einen Besuchermagnet schaffen kann und wie man zum Beispiel kleinere Städte und die Stadtkerne langfristig auch aufwerten kann. Auch in diesem Jahr werden die besten Beiträge wieder mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro prämiert. Bis zum 30. Juni können noch Beiträge auf der Internetseite der IHK Cottbus eingereicht werden. Die Sieger werden dann von einer Jury gewählt, die sich aus den Partnern der City-Offensive Südbrandenburg zusammensetzt.